Seit die US-Notenbank Fed Anfang 2022 klargemacht hat, dass die Zeit der Nullzinsen vorbei ist, haben wir viele, viele Bärenmarkt-Rallys gesehen und sie alle basierten letztendlich auf der Hoffnung eines Pivot der Fed, also einer Wende der Fed, einer Zinswende. Und das ist vielleicht auch verständlich, denn diese Märkte sind ja konditioniert auf Nullzinsen seit Jahren wie Pavlovsche Hunde. Und dementsprechend, wenn irgendwie irgendwo ein Hoffnungsstrohhalm war, dann hat man sich sofort an den geklammert, hat eine impulsive Rallye gezaubert, um dann festzustellen, nee, irgendwie dieser Pivot, der kommt nicht, die Zinsen steigen immer weiter. Es kommt einfach diese Wende der US-Notenbank nicht. Und warum kam die nicht? Weil eben die Inflation es nicht zugelassen hat. Jetzt aber könnten wir trotz Inflation eine baldige Wende, einen baldigen Pivot der Fed sehen. Und das große Problem ist, es gilt der Spruch, be careful what you wish for, sei vorsichtig, was du dir wünschst, denn wenn die Fed jetzt diese Wende macht, dann ist das nicht aus einem guten Grund, nämlich weil zum Beispiel die Inflation jetzt so stark zurückgehen würde, sondern aus einem schlechten Grund, weil nämlich hier so viel Stress im Finanzsystem ist, dass sie wahrscheinlich gar keine andere Möglichkeit hat, das zu machen. Und dafür, dass so viel Stress im System ist, sind die Bewertungen an der Wall Street noch ein bisschen hoch, würde ich sagen. Und dementsprechend ist das vielleicht für die Bullen eben wirklich so, be careful what you wish for. Du bekommst jetzt vielleicht deinen Wunsch, aber das ist nicht die beste Variante. Sie kennen diese antike Sage des Königs, der sich wünschte, dass alles, was er anfasste, sich in Gold verwandelt. Das ist dann auch jetzt nicht so wahnsinnig gut ausgegangen. Schauen Sie mal hier diese Bewegungen im Leitindex S&P 500. Immer wieder Bewegungen nach oben, aber dann eben auch wieder diese Bewegungen nach unten. 14%, 21,5%, 19% von den jeweiligen Tops dieser Erholung, jetzt zweimal 8%. Und hier sehen wir mal eine History der Fed Pivots. Wir hatten den ersten Fed Pivot Ende der 60er Jahre, S&P minus 36, dann minus 48, minus 27 und dann jetzt in neueren Zeiten Fed Pivot minus 51%, minus 58% und zuletzt minus 35%. Und der letzte Pivot, der war ja 2018, Dezember 2018. Da sind die Märkte ein bisschen schockiert gewesen über die Formulierung Autopilot bei der Bilanzreduzierung und vor allem weitere Zinsanhebungen von Jerome Powell. Dann ist man mal 20% gefallen und schon ist der gute Jerome eingeknickt und hat gesagt, war alles überhaupt nicht so gemeint, ihr müsst mich total missverstanden haben. Aber diese Möglichkeit hat er jetzt nicht mehr, denn jetzt hat er ein Inflationsproblem und da kannst du nicht jetzt mal ganz leichtfertig eben die Zinsen senken. Schauen wir uns mal an, das oder bemerkenswert eigentlich, wie Nick Timiraos hier twittert unter Berufung auf Dan Cerullo, dass eine Bank, die 200 Milliarden an Assets hat, offenkundig zu big to fail war, zu groß, um irgendwie scheitern zu können, denn es ging ja um die Einlagen der Kunden. Also hat die Fed, haben die FDIC und das Finanzministerium gestern gesagt, ja, eure Einlagen sind sicher, aber sie haben einen Fehler gemacht, der vielleicht gar nicht zu vermeiden war, ich weiß es nicht. Sie haben explizit gesagt, aber nicht geschützt sind die Aktionäre und nicht geschützt sind die Gläubiger, die etwa Anleihen einer solchen Bank gekauft haben, und das war im Prinzip das Todesurteil. Man hat also praktisch die Banken und deren Aktionäre zum Fraß vorgeworfen, könnte man sagen, in einer antiken Arena. Und so ist es denn auch gekommen, was ich sehr schnell geahnt hatte. Nämlich, wenn du so explizit sagst, ja, aber ihr seid nicht geschützt, dass dann das passieren muss, was eben dann auch passiert ist. Dazu kommen wir gleich. Jedenfalls jetzt natürlich eine veränderte Zinserwartung, eine echte Pivot-Erwartung, die wir hier sehen. So erwarten jetzt die Fed Fund Futures, die bis vor kurzem gar keine Zinsanhebungen mehr erwartet hatten für das Jahr 2023. Jetzt, dass die erste Zinssenkung im Juli kommt und dass die Zinsen maximal noch bis 5% steigen, also mehr oder weniger schon fast der Gipfel erreicht ist. Und hier sehen wir mal die Fed Fund Futures für die nächste Sitzung in der nächsten Woche dann der Fed. Da ist eine Wahrscheinlichkeit von 2/3, also 66% eingepreist, dass nochmal ein 0,25% kommt und 33%, dass gar nichts mehr kommt. Aber das Problem für die Fed, wenn du sagst, wir erhöhen jetzt doch nicht die Zinsen, obwohl wir es die ganze Zeit gesagt haben, dann hast du vielleicht
die Folge einer Panik am Markt, weil die Leute sagen, naja, die Situation muss ja sehr, sehr schlimm sein, wenn die Fed die Zinsen gar nicht anhebt, aber wir werden sehen. Aber der Optimismus war groß heute Morgen. Ich hatte gestern um Mitternacht noch zu meiner Frau gesagt, die die Dinge auch verfolgt, habe ich gesagt, das kann nicht funktionieren, wenn du letztendlich explizit die Aktionäre und Anleihegläubiger von Banken außen vor lässt und das auch noch deutlich sagst, dann würde ich als Aktionär einer solchen Bank sofort die Muffe kriegen, denn man hat ja gesehen mit Signature, mit Silicon Valley Bank, dass eben hier nicht gerettet wird, dass also die Banken selbst nicht gerettet werden, sondern nur die Konten, die Kunden bei dieser Bank haben. Und hier dann ein bullischer Kommentar, so Freunde des gepflegten Weltuntergangs, und da bin ich ja großer Freund vom ganz gepflegten Weltuntergang, meine Damen und Herren, alle wieder zurück, der Weltuntergang ist abgesagt, FED und Finanzministerium haben die richtigen Schritte getroffen, um Ansteckungseffekte zu vermeiden, der globale Bankrun wird nicht kommen, nee, es kam kein physischer Bankrun, dass die Leute zur Bank gerannt sind, doch ein bisschen schon, dazu gleich mehr, aber wir haben eine Art Bankrun der Bank Aktionäre gesehen heute, und genau das hat der eine oder andere vielleicht nicht ganz richtig eingeschätzt heute Morgen. Hier sehen wir mal das Resultat im Bankensektor. First Republic teilweise über 70% im Minus. PacWest fast die Hälfte an Wert verloren. Charles Schwab, großes, wirklich großes amerikanisches Geld- und Brokerhaus, minus 16,8%. Am Freitag bereits zweistellig im Minus. Und wie sie alle heißen, Wells Fargo minus 7, Citi minus 6, JP Morgan über 2. Bank of America, Zwischenstände alles minus 7, aber auch in Europa Credit Suisse, hier teilweise vom Handel ausgesetzt, die Credit Default Swaps, die Ausfallversicherungen auf die Credit Suisse noch auf ein neues Hoch gestiegen, Commerzbank minus 12, die Deutsche noch mit am besten. Also da hat es richtig gerumpelt im Bankensektor, vielleicht übertrieben, keine Frage, aber hier sehen wir mal den regionalen Bankenindex in den USA. Also da, wenn du nur 20% Minus auf der Uhr hast wie Fifth Third, dann bist du schon ein Topstar sozusagen heute gewesen. Fast die Hälfte der 20 größten Banken haben jetzt mehr als 20% verloren in den letzten Tagen. Bei den regionalen Banken ist es mehr als die Hälfte, die mindestens 40% verloren haben. Also da ist etwas passiert. Hier sehen wir mal die First Republic, jetzt 29 Dollar noch wert um und bei. Und einer der Gründe ist, dass eben solche regionalen Banken, anders als die größeren Banken, wie eine JP Morgan, wie eine Citi, Goldman Sachs, wie sie alle heißen, die haben praktisch keine Staatsanleihen oder keine Mortgage-Backed Securities, diese MBS im Portfolio, die sie aber bräuchten, um als Sicherheit sie bei der Fed hinterlegen zu können, sodass die Fed dann im Gegenzug eben Liquidität zur Verfügung stellt. Das genau ist das Problem, was jetzt noch oben drauf kommt. Man hat zwar hier ein Instrument geschaffen, sodass die Banken theoretisch, auch jede Bank theoretisch, sich bei der Fed eben Geld besorgen kann, um zu verhindern, dass man Anleihen mit Verlust aus dem eigenen Portfolio verkaufen muss. Aber es hilft ihnen nichts, weil sie eben nichts zu hinterlegen haben, mehr oder weniger. Dadurch geht dieser Schritt für diese Banken ins Leere. Interessant by the way, dass im Jahr 2008 am selben oder am gleichen Wochenende, genauer gesagt, 2008 Bear Stearns aufgefangen werden musste, so wie jetzt eben nicht aufgefangen wurde die Silicon Valley Bank. Interessant auch, dass nachdem JP Morgan damals im Jahr 2008 Bear Stearns auffing, die Märkte erstmal eine ziemlich fette Rallye gemacht haben von 14,5%, um dann allerdings, wie wir wissen, später leichte Schwäche zu zeugen. Aber das sind ja nur noch die Älteren, meine Damen und Herren. Und noch älter muss man sein, um sich noch an die Savings Bank and Loan Crisis zu erinnern. Damals auch regionale Banken in den USA ganz schwer betroffen. Jetzt sagen hier Zyniker, das erinnert doch an die Bank and Loan Crisis Anfang der 80er Jahre, but we regret to inform you, there are no savings, also da gab es wenigstens noch Savings, die sind jetzt offenkundig auch weg, aber Spaß beiseite, der Bankenindex KRE, dieser ETF-Share, was man handeln kann, das mal eben mit 30% jetzt der Verlust,
sieht man selten und natürlich sind die Dinge ein bisschen überverkauft, dazu gleich mehr, aber das große Problem, das spricht ja Goldman Sachs an, es wird hart für diese Banken in irgendeiner Form jetzt noch Kredite zu vergeben und die sind ja sozusagen am Boden der Realität vor Ort, sind die sehr wichtig für Kreditvergabe, für Leute, die irgendwie mal 5.000 Dollar brauchen oder und so weiter. Und das ist genau das Problem, dass die jetzt ihr Geld natürlich zusammenhalten müssen wollen, weil sie jeden Dollar an Liquidität irgendwie brauchen. Und hier sehen wir, wie Game of Trades berufsartigerweise hier von Lehman 2 Moment spricht, ist eben, dass jetzt die Kreditvergabestandards wahrscheinlich sich deutlich noch weiter straffen werden, weil, wie gesagt, die vor allem nicht ganz so großen Banken jeden Cent jetzt werden versuchen, irgendwie zusammenzuhalten. Und ja, es ist vielleicht auch so, dass wir in den letzten zwei Tagen mit den größten Bankenpleiten in der Geschichte der USA gesehen haben, zumindest jetzt des 21. Jahrhunderts. Silicon Valley Bank, Signature Bank, nur hinter der Washington Mutual und natürlich dann Lehman Brothers, die Älteren und erinnern sich. In Sachen Bankrun, ich hatte es vorhin angekündigt, hier mal ein Handy-Snapshot auf Twitter. Ich habe noch nie einen solchen Bankrun gesehen in Los Angeles hier in über 40 Jahren. Hier eine Filiale der First Republic Bank und es regnet, es ist also katastrophal schlechtes Wetter, aber die Leute stehen trotzdem Schlange, weil sie eben trotzdem fürchten, trotz dieser Garantien, die jetzt Fed, FDIC und im Finanzministerium gegeben haben, dass da EBS nicht klappen könnte. Und hier sehen wir mal die Fed-Swaps, praktisch jetzt mehr oder weniger alles ausgepreist an Zinsgeschichten. Wir haben dann heute die Nachricht, das hat die Märkte kurz auch beflügelt, die New York Fed veröffentlicht da immer Inflationserwartungen einmal im Monat der Konsumenten. Die sind jetzt runtergegangen auf 4,2 von 5,0%. Und wir sehen natürlich im Bankenindex, wenn wir uns da mal den RSI anschauen, sind wir natürlich total ausgebombt. Das ist ja gar keine Frage. Insgesamt NIMO etwa, auch ein Maßstab für Überkauftheit oder Überverkauftheit. Da haben wir jetzt das drittniedrigste Reading seit Apoyerge. Also da ist natürlich eine gewisse Überverkauftheit und vielleicht gibt es jetzt auch eine Möglichkeit, dieses Problem zu umgehen, so muss es heißen, dass also diese regionalen Banken dann faktisch doch nicht auf die Liquidität der Fed zugreifen können, nämlich über Federal Home Loan Banks, auch eine Errungenschaft aus einer Vergangenheitskrise der Amerikaner. Aber eins muss man sagen, hier haben wir Jim Cramer, der am 10. März noch gesagt hatte, FRC, und damit ist die First Republic Bank gemeint, ist ein New Focus, very good bank, also auf Jim Cramer ist Verlass. Und dann hat er jetzt am Wochenende getwittert, JP Morgan ist eine Festung. Und da ist natürlich das Erschrecken bei JP Morgan groß. Das ist im Prinzip so eine Art Todesurteil, was damit ausgesprochen ist. Denn auf Jim Cramer ist absolut Verlass. Da muss etwas dran sein. Vielleicht, dass auch mit JP Morgan etwas nicht stimmt. Da wäre ich nicht drauf gekommen. Aber wenn Jim Cramer das sagt und jetzt versucht der Jerome Powell sich hinzustellen und zu sagen, das kriegen wir alles schon hin, obwohl die eigene Geschichte, nämlich der Straffung von Geldpolitik, sehen Sie rechts hier in dem Chart, zeigt, wenn Zinsen schnell und hoch steigen, vor allem wenn sie vorher ziemlich tief waren, auch bei Null, dann ist das natürlich ein Problem. Also sie haben praktisch sich jetzt in die eigene Katastrophe gehiked, könnte man sagen, um mit Sven Henrik zu sprechen. Das mussten sie tun, weil sie vorher viel zu lange und nicht wirklich schlauerweise diese Geldpolitik gemacht haben. Noch im Jahr 2021, als die Inflation schon deutlich nach oben geschossen war, hat man immer noch Quantitative Easing betrieben, also immer noch Anleihen gekauft, vor allem Mortgage-Backed Securities, diese hypothekenbesicherten Anleihen, damit den Hausmarkt nochmal zusätzlich angefeuert. Also da fällt einem nicht mehr allzu viel ein. Hier sehen wir nochmal das Big Picture, heute ja gar nicht so negativ. Wir sind vor allem Tech im Plus. Aber wenn Sie hier mal links unten gucken, dann sehen Sie hier halt JP Morgan noch mit am besten, eben Bank of America, Wells Fargo, Citigroup, die sind halt ziemlich stick in die Miesen. Und wir sehen gerade historische Bewegungen
Und gerade jetzt bei den Zweijährigen, was Staatsanleihen, die hier vorher in der Rendite gestiegen und gestiegen waren und jetzt geradezu kollabieren, eben mit den abnehmenden Zinserwartungen. Jetzt gehen eben auch die Renditen runter. Und was hier so nach langweiliger Bundesliga-Tabelle nur im Anleihensektor ausschaut, meine Damen und Herren, das ist eine sehr tiefe Wahrheit. Wir sehen, dass überall die Renditen massiv fallen. Das war am Freitag ja schon so. Und jetzt sehen wir vor allem, dass die Zinskurve sich wieder versteilt. Die Zinskurve, die ja so invertiert war wie seit Anfang der 80er Jahre nicht mehr. Und wenn sie dann sich reinvertiert, dann wissen wir, jetzt ist time for recession. Und hier sehen wir mal auch, wenn wir uns den S&P 500 anschauen, dieses auffällige Muster auch 2008, ist man über diesen Abwärtstrend zunächst mal nach oben gegangen, so wie jetzt diesmal. Da hieß es auch, ja, wir haben jetzt einen neuen Bullenmarkt und Fugmann, du erzählst ja nur Unsinn. Gell, man hat mich sogar mit Jim Cramer verglichen, was ich echt übel nehme, meine Damen und Herren, das ist wirklich harter Tobak. Aber gut, jedenfalls ist das möglicherweise ein Muster, das sich jetzt ein bisschen wiederholt, dass wir da nochmal ein bisschen Stress ins System bekommen, denn dafür, dass möglicherweise jetzt eine Rezession kaum mehr zu vermeiden ist und wir eben eine weitere Austrocknung von Liquidität haben, weil viele Banken ihr Geld zusammenhalten werden, da ist eben Bewertung noch ein bisschen was hoch. Abschließend drei Empfehlungen. Verkaufen Sie Aktien in Erholungen hinein, sagt Mike Wilson, und der Mann ist ja jetzt nicht ganz doof. Erste Empfehlung, ob es richtig ist, das werden wir sehen, weiß ich auch nicht. Aber mir erscheint es, obwohl wir überverkauft sind, auch fast schon riskant, nicht short zu sein. Wir sehen hier Bankenkrise und Zinsen, bekommen Fed und Co. jetzt kalte Füße, da mal das Surrounding, warum eigentlich, naja, die Geschichte nicht so richtig gut gehen konnte mit den Zinsanhebungen von Wolfgang Müller, und das sagt er jetzt nicht seit gestern, sondern schon länger. Zweite Empfehlung, und jetzt natürlich unsere glorreiche EZB, die am Donnerstag ja jetzt vor der Frage steht, sollen wir jetzt doch die Zinsen vielleicht besser nicht anheben, wer weiß, was kommt, ne? Frau Lagarde muss dann eine Entscheidung treffen, die wird nicht leicht. Also heute drei Empfehlungen, meine Damen und Herren, jetzt sage ich erst einmal Servus und Ciao.